Was gibt es so Neues zu berichten aus der Wirtschaftslandschaft unserer Region? Ja, zuerst muss auch ich einmal einen wunderschönen Abend wünschen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, Herr Landesamt, Stellvertreter, Herr Präsident, Sie da seid, eine große Ehre. Was gibt es zu berichten? Der Leimitz ist, Leimitz und der Kernraum sind ein wichtiger Bereich für die Wirtschaft. Der Kernraum wächst, das heißt, wir haben einen großen Bevölkerungszuwachs und wir werden auch für die Zukunft Arbeitsplätze brauchen, damit dann alle nach Graz pendeln oder woanders hin pendeln. Die Autobahn ist verstopft, deswegen ist es wichtig, auch vor Ort Arbeitsplätze zu haben. Wir haben gemeinsam mit der Gemeinde Wagner und Kralam das Projekt Vista in Angriff genommen. Das heißt, ein Wirtschaftsstandort im Bereich Kraler, Hasendorf, Leimitz. Draußen im Bereich des Wirtschaftsstandorts, den wir jetzt einrichten, war der ausschlaggebende Punkt die Verwundasch. Ja, und im heutigen Budget haben wir 35 Millionen veranschlagt. Wir investieren laufend in verschiedene Bereiche. Wenn man schaut, wir haben in den letzten Jahren in die Ortsteile, zum Beispiel in Kaindorf, Grottendorf, haben wir 3 Millionen Euro investiert. Kindergarten, Kaindorf, 549.000. Die neue Volksschule, da darf ich auch die Architektengruppe heute begrüßen, 8 Millionen Euro geschätzte Kosten. In Seckerberg, Tempelmuseum, 132.000, das neue Rüsthaus. Wir haben dann auch noch im Kindergarten heuer umgebaut in Seckerberg mit 280.000 Euro. Nicht gerechnet sind da Straßen, Wasser und Beleuchtung, die wir so bauen. Wir haben auch für die Wirtschaft eine Wirtschaftsförderung laut unseren Richtlinien seit 2010 2,1 Millionen ausbezahlt. Straßenbau die letzten 4 Jahre über 3 Millionen. Und die Herausforderung der Zukunft, die wir uns auch stellen müssen, muss es sein, wie können wir den Wirtschaftsstandort Leimitz sichern. Freizeitmöglichkeiten bei uns. Erzähl mal. Ja, ich glaube, wir sind eine Region, die vieles bietet, in der man viel machen kann, vor allem in der Freizeit. Wir haben ein großes Angebot vom Städtischen Bad über Eislaufplatz, die Sportanlage, die Leichtathletikanlage, das Jufa und natürlich ein ganz wichtiger Bereich in unserer Stadt ist unsere Au, unser Naherholungsgebiet, wo man eigentlich sich gut erholen kann. Ja, und die vielen Vereine, die eine wunderbare Arbeit leisten bei uns, die nicht nur für die Jugend, für unsere ältere Generation da sind. Wir haben seit 2015 an Vereinsförderung und an Unterstützung 2,6 Millionen ausgegeben. Wir haben auch noch zwei Projekte in der Gemeinde laufen, zusammen mit Zebra. Das Projekt Zusammenbringen und Ortsmitte, Mysterio Vitalis, da geht es darum, ältere Menschen abzuholen, die sich nicht mehr so am gesellschaftlichen Leben beteiligen. Ein wichtiger Bereich ist natürlich auch das Soziale bei uns. Wir haben seit 2015 an den sozialen Programmen 17,5 Millionen ausbezahlt. Ein Projekt sind wir ganz besonders stolz und das ist das Projekt unser Ausbau der Nahwärme. Bis jetzt haben wir gut gearbeitet und sind leider viel weitergegangen, dank der guten Arbeit des Stadt- und Gemeinderates. Wir haben eine hervorragende Kulturarbeit mit unserer zuständigen Dame in der Kultur, die Frau Magister Hitler Sams und mit dem gesamten Team von Kult. Und ich habe euch den Ottmar Klammer bei uns gesehen, der zuständig ist für Jazz. Jazz ist bei uns jetzt so groß geworden, dass wir international einen Ruf haben. Und da haben wir das alte Kino angekauft. Sie wissen, das Villa-Gebäude, das war zum Verkauf, wir haben es angekauft mit 550.000 Euro, haben 322.000 investiert in die Sanierung. Und heuer kommt noch die Innenausstattung, Lichttechnik dazu. Also auch da ganz wichtig und für die Kulturvereine seit 2015 1,3 Millionen Euro Förderung. Ein wichtiger Punkt in den nächsten Jahren für uns in der Steiermark ist, und das ist auch hier angesprochen worden, die Infrastruktur, das ist der öffentliche Verkehr. Auch hier haben wir, und das darf ich hier sagen, viel vor in diesem Raum, Großraum Leimitz, also Südsteiermark Richtung Graz. Das ist für uns also in den nächsten Jahren also ein Schwerpunktthema, dass wir hier also schauen, dass wir den Takt noch verdichten können. Wo wir keine Schiene haben, setzen wir auf unser Regiobus-System. Dort setzen wir entweder neue Linien ein oder dort, wo wir schon Linie haben, müssen wir oder werden wir zu den Stoßzeiten verdichten. Wir haben einen Aktionsplan beschlossen mit 109 Maßnahmen, die wir in den nächsten 3 Jahren umsetzen wollen. Das heißt, wir machen aktiv etwas für den Klimaschutz. Aber eins muss ich auch immer bei der Gelegenheit sagen.
Die Politik kann nur die Rahmenbedingungen vorgeben. Wir brauchen alle. Wir brauchen Sie, wir brauchen alle Steirerinnen und Steirer, die mit tun, damit wir das umsetzen können, damit dass wir aktiv, also hier in der Steiermark, auch etwas für den Klimaschutz machen. Nachdem bei uns kaum Regen ist, sondern mehr Sonne, darf ich dir, lieber Donny, auch einen Schirm überreichen, den Leibniz-Schirm. Viele haben schon ein besonderer Schirm, wind- und wetterfest, sturmsicher. Und ich sage es immer wieder, wenn es oben schier ist, darunter scheint die Sonne. Und die Sonne soll für dich weiter scheinen. Alles Gute. Denn er wird nun Persönlichkeiten, die sich besonders um die Stadt und ihre Menschen verdient gemacht haben, so wie Sie es ja vorher schon angesprochen haben, die braucht es nämlich Ehren. Und das sind drei Persönlichkeiten, die heute diese Ehre, dieser Ehrennadel zuteil wird, nämlich Inge Koch, Toni Gumpel und Klaus-Dieter Hartl. Von 1991 bis 1995, da hat er die Geschicke der Stadt gelenkt und heute wird er für seine Dienste um das öffentliche Wohl der Stadt zum Ehrenbürger von Leibniz ernannt. Alles Gute, lieber Franz, und danke für deine Arbeit. Mein Großvater war Bürgermeister dieser Stadt nach dem Krieg. Mein Vater war Vizebürgermeister, hat mit Herrn Präsident Fillig zusammen, mit Herrn Präsident Stolz und mit Herrn Dr. Fillig zusammen die Leibnizer Wasserversorgungsgesellschaft in die Wege geleitet und gegründet. Und ich war immer ein politischer Mensch und habe mich versucht einzubringen in die Politik und war dann 20 Jahre Gemeinderat bzw. dann, wie sich die Situation ergeben hat, der Bürgermeister dieser Stadt. Mir hat es sicher Freude bereitet und ich bin stolz auf die Ehrenbürgerschaft, die du mir da jetzt übergeben hast. Jeder Einzelne von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass Leibniz erfolgreicher, schöner und lebenswerter wird. Wenn nicht wir, wer sonst soll darauf schauen, dass die Erfolgsgeschichte Leibniz weitergeht und wir stolz auf unsere Heimat sein können. Danke und alles Gute.